Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich möchte heute mit meiner Motivtorte so langsam den ersten Advent einläuten, denn am 1. Dezember beginnt die Adventszeit und ich habe mir überlegt, dass eine Glocke eine passende Torte dafür ist. Ich finde, sie ist ein absoluter Hingucker für die Festtafel in der Adventszeit. Mit der Dekoration habe ich als erstes begonnen. Als Dekoration habe ich mich für eine Schleife entschieden. Ich verwende hier jetzt Modellierfondant. Ich stecke Zahnstocher jetzt in die Schleifenbänder hinein. Das dient später zur besseren Stabilität, wenn ich die Schleifen auf der Torte drapiere. Ich mache jetzt den mittleren Teil der Schleife. Die Schleife ist mir gut angetrocknet, also sie ist schon fast hart. Die Schleife ist jetzt erstmal fertig. Ich lasse sie noch mal einige Stunden antrocknen. Ich möchte meine Sterne jetzt bemalen. Die sind jetzt trocken. Ich habe hier jetzt ein wenig Silberpuder und füge da ein wenig Alkohol hinein. Torte habe ich mich für eine Zartbitterganache entschieden. Ich habe jetzt hier 150 Gramm Sahne und 100 Gramm Schokolade. Die habe ich schon klein geschnitten und ich erwärme bzw. koche jetzt die Sahne auf und gebe dann die Schokolade da hinein und lasse sie so ungefähr 5 Minuten stehen, bis sich die Schokolade so zum größten Teil aufgelöst hat und verrühre das Ganze dann. So, erstmal gebe ich jetzt die Sahne in die Mikrowelle. Ihr könnt natürlich die Sahne auch auf dem Herd aufkochen. Jetzt in eine andere Schüssel um und lasse sie dann auskühlen.
die Schokolade dann handwarm ist, stelle ich sie in den Kühlschrank und lasse sie ungefähr auf Kühlschranktemperatur herunterkühlen. Danach hole ich sie raus und schlage sie mit dem Mixer auf und kann dann die Torte befüllen. Jetzt bereite ich die Ganache zum Einstreichen vor. Und hier sind die Verhältnisse ein bisschen anders zueinander. Und zwar brauchen wir hier 100 Gramm Sahne und 200 Gramm Schokolade. Ich habe die Schokolade so ein bisschen kleiner gemacht. Und ja, ich fange jetzt an, die Sahne wieder aufzukochen und gebe dann die Schokolade in die Sahne rein. Meine Sahne hat jetzt aufgekocht und ich gebe die Schokolade jetzt hinein. Alles schön untertauchen, damit das die Sahne die Schokolade gut bedeckt. So. Auch das lasse ich jetzt mindestens so 5 Minuten stehen. Gebe ich den Deckel darauf und stelle die Schokolade in den Kühlschrank zum Festwerden. Ich habe jetzt die Schokoladensahne aus dem Kühlschrank genommen, sie ist jetzt fest und werde sie jetzt aufschlagen. Ist jetzt fertig zum Befüllen. Für den Schokoladenkuchen brauchen wir 200 Gramm Butter, 200 Gramm Mehl, 2 gestrichene Teelöffel Backpulver, 200 Gramm Zucker, 25 Gramm Backkakao, eine Prise Salz, 3 Eier, 1 Esslöffel Wasser oder Milch. Ich gebe die Margarine oder die Butter mit dem Zucker in eine Schüssel und schlag sie ein bisschen auf. Jetzt gebe ich die Eier einzeln nach und nach hinein und schlage sie so ungefähr immer ein Minütchen auf und gebe dann das nächste Ei. Die trockenen Zutaten habe ich schon in einer Schüssel und verrühre sie ein wenig und sieb sie dann durch. Jetzt rühre ich das auf der kleinsten Stufe unter.
Und zum Schluss gebe ich den 1 Esslöffel Wasser dazu. Ich habe hier so eine Form. Müsst ihr gut ausfetten, sonst bleibt euch der Teig am Rand und am Boden kleben. Das wäre dann halt nicht so gut, wenn der dann reißen würde oder kaputt gehen würde. Der Teig kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft für ca. 55 bis 65 Minuten. Die Stäbchenprobe bitte nicht vergessen. Den habe ich jetzt waagerecht durchgeschnitten. Ich habe mir hier eine Tasse Früchtetee vorbereitet. Der ist natürlich jetzt abgekühlt und werde damit meine Böden tränken. Ich gebe jetzt ein wenig Ganache auf den Boden. Ich habe hier einfach ein Schmiermesser und verstreiche die Ganache auf dem Boden. Ich gebe jetzt den zweiten Boden darüber. Auch diesen tränke ich. Ist jetzt fertig und sie wandert jetzt erstmal für 2 Stunden in den Kühlschrank. Ich beginne jetzt die Torte zurechtzuschnitzen. Ich habe mir hier so einen Ausstecher genommen und markiere mir es ungefähr hier so in der Mitte, dass ich so einen Anhaltspunkt habe, wo ich mit dem Messer ansetzen kann. Das war jetzt keine gute Idee. Ich habe an der falschen Stelle angefangen, die Torte zu schnitzen. Ich hätte mittig anfangen sollen, wo die Stelle anfängt, schmaler zu werden. Ich habe am oberen Teil der Glocke dadurch viel zu viel weggenommen und muss jetzt mit dem Kuchenkrümmeln wieder anbauen. Ich habe jetzt einfach ein wenig Ganache mit den Kuchenresten verknetet und an die fehlenden Stellen wieder angebracht. Auch an dem unteren Rand der Glocke habe ich einen weichen Übergang geschaffen, um die Form der Glocke zu erhalten. Jetzt streiche ich meine Torte mit Ganache ein.
Stelle ich noch mal für eine Stunde in den Kühlschrank. Jetzt kommt die zweite Schicht Ganache über die Torte. Die Torte wandert jetzt wieder in den Kühlschrank für mindestens eine Stunde. Ja, die Torte habe ich jetzt aus dem Kühlschrank genommen und habe sie auf meine Tortenplatte umgesetzt. Meinen Fondant habe ich jetzt ausgerollt und ich überziehe jetzt meine Torte damit. Ich habe mir jetzt goldene Puderfarbe mit Alkohol gemischt und werde die Torte jetzt goldig anmalen. Ich lasse das jetzt antrocknen und gebe nochmal eine dünne Schicht darüber. Die Glocke ist jetzt fertig angemalt. Ich lasse das noch ein bisschen antrocknen und dann fange ich an zu dekorieren. Ich habe jetzt hier meine fertigen Sterne und Kugeln. Ja, und jetzt werde ich einfach meine Torte anfangen zu dekorieren. Ich habe mir jetzt zwei Schleifenbänder zugeschnitten und werde sie an die Torte befestigen. Ich habe mich ein wenig umentschieden, ich habe die Schleife etwas gefalten. Ich wollte sie erst so aufstellen, aber ich finde es liegend doch besser. Und hier gebe ich noch goldene Farbe drauf, dass man das dann nachher nicht mehr sieht. Thank you.
mache die Nadeln hier einfach ab und somit kann ich dann den Zweig besser in die Torte stecken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir doch ein Däumchen hoch. Über ein Abo oder nette Kommentare freue ich mich wie immer sehr. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche allen einen schönen ersten Advent. Bis bald, eure Lena.